Ja, ich begrüße den neuen Vorsitzenden der UWG Oberberg, den Christian Abstoß aus Marienheide. Hallo, Herr Abstoß. Hallo, Herr Rüsche, danke schön. Herr Abstoß, wie wir alle mitgekriegt haben, Sie sind der neue Vorsitzende der UWG Oberberg. Das heißt, Sie bringen jetzt frischen Wind. Ja, absolut. So ist es zu lesen in diversen Medien, die schon veröffentlicht haben. Genau. Das ist auch die Kernaussage, die aus der Sitzung heraus entstanden ist, dass wir gesagt haben, da muss dringend frischer Wind rein. Was aber nicht heißt, dass vorher irgendwie Muff geherrscht hat in der UWG Oberberg. Im Gegenteil. Man hat einfach gemerkt, dass die breite Masse deutlich besser angesprochen werden konnte und dass jetzt auch junge Leute in der UWG Oberberg aktiv werden wollen. Und da muss man einfach sagen, da hat der alte, bestehende, teilweise noch bestehende Vorstand auch ganz klar Wert drauf gelegt, dass man hier eine Erneuerung reinbringt. Und das finde ich gut, weil wenn man eines erkennt, gerade an der Trendwende in der Politik, an den Umfragewerten, ist eins ganz, ganz schlecht, wenn ich immer auf demselben Standpunkt bleibe, auf dem ich bin oder mich sogar in eine Richtung entwickle, indem ich von meinem Lager mich entferne. Und da muss ich sagen, glaube ich, ist der frische Wind die richtige Antwort für die Zukunft. Den frischen Wind merkte man schon bei den letzten Kommunalwahlen. Die UWGs im Oberbergischen Kreis haben entsprechend Zuwachs erhalten. Genau. Gibt es seit der Kommunalwahl noch irgendwelche Veränderungen, die jetzt erwähnenswert sind? Ja, also was man ganz klar merkt, ist die Sichtbarkeit. Die ist deutlich erhöht. Man merkt, dass viel mehr Zuspruch da ist, dass die Öffentlichkeit auch anders berichtet. Ich will nicht sagen, dass sie vorher schlecht berichtet hat, sondern wir sind einfach sichtbarer und dadurch natürlich auch ist es schwierig möglich, an uns vorbeizukommen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ist der Mitgliederwachstum extrem exorbitant nach oben gestiegen. Und das ist halt noch viel interessanter, ehemalige Mitglieder oder Mitglieder, die jahrelang einfach irgendwie so ein bisschen ruhiger waren, sind wieder deutlich aktiver geworden und man merkt einfach eine dynamische Bewegung und das ist richtig schön zu sehen. Was noch hinzukommt, einige Ortsverbände, teilweise, wo wir nie einen Ortsverband hatten, sind jetzt in der Pipeline, wo wir wirklich auch gerade dabei sind, Gespräche zu führen, die wieder aufzubauen. Andere Ortsverbände, die nicht so aktiv waren, die noch nicht mal zur Kommunalwahl angetreten sind, da sind wir jetzt auch gerade wieder in richtig guten Gesprächen, dass dort eine Reaktivierung stattfindet und das verstehen wir halt auch unter frischem Wind, also nicht nur ein junges, modernes Gesicht, was meine Persönlichkeit betrifft oder Jan Schumacher, sondern insgesamt frischen Wind reinzubringen in die oberbergische Politik. Und da sehen wir uns als unabhängige Wähler absolut in der goldenen und in der richtigen Mitte als die richtige Alternative. Wenn man entsprechend die Medien und auch natürlich die bundesweiten Medien, öffentlich-rechtlich etc. sich anschaut, merkt man natürlich förmlich, dass das bürgerliche Lager komplett zerklüftet gerade oder auseinanderbricht. Früher war die starke, sehr starke, über alles überstrahlende CDU da und jetzt merkt man, dass eine FDP auf einmal im Aufwind ist, aber auch die Freien Wähler entsprechend sich nach vorne arbeiten, wollen wir es mal so nennen. Was oder wie sieht das denn eigentlich die CDU? Haben Sie da schon mal irgendeine Rückmeldung bekommen? Die werden ja wahrscheinlich nicht begeistert sein. Nee, und deswegen, also ich behaupte jetzt einfach mal, deswegen kriege ich auch nicht so viel Rückmeldung von der CDU, weil die Begeisterung nicht so groß ist darüber, dass wir so aktiv sind und auch straight unterwegs sind, weil ich glaube, wir sind alles außer unverbindlich. Wir sind sehr verbindlich und sind sehr direkt und sehr geradlinig und das ist das, was der Bürger absolut vermisst in der aktuellen Politik, gerade in der Mitte der Gesellschaft. Denn es geht hier nicht darum, irgendwelche Ränder abzugrasen, so wie es oft immer gesagt wird, wie es dann einfach dargestellt wird, sondern es geht einfach darum, die sogenannten Volksparteien, die damals mal unter verschiedenen starken Führungskräften auch Volksparteien waren, zu vertreten und wieder aufzufangen, weil die selber werden es nicht mehr schaffen. Der Trend ist eindeutig erkennbar und genau da wollen wir uns platzieren. Was aber nicht heißt, dass wir eine Ellenbogenpolitik machen und sagen, wir wollen mit denen nicht mehr reden, weil die sind jetzt weg und hast du nicht gesehen, sondern uns geht es darum, dem bürgerlichen Lager in der Mitte eine Alternative darzustellen, die wirklich wählbar ist, die zuhört, die vor allem auch verständliche Politik macht und mit dem Bürger in Dialog geht. Wir haben das im bundesweiten Trend, merkt man das ganz klar. Es muss die Kompetenz aus dem Rathaus in den Bundestag und nicht aus dem Bundestag ins Rathaus reingesprochen werden. Das funktioniert nicht, weil man einfach Tätigkeiten, die in der kommunalen Ebene geschaffen werden müssen, gar nicht vom Bund aus alles regeln kann, sondern da ist Expertise von vor Ort gefragt. Und da, wir haben gerade eben über den Trend der UWG in Oberberg gesprochen, ist eins ganz klar erkennbar, wenn man sich zum Beispiel Morsbach mal rausnimmt, als allerbestes Beispiel, die einen unabhängigen Bürgermeister durchgebracht haben, nicht mal einen eigenen Bürgermeister, sondern einen unabhängigen Bürgermeister mit durchgebracht haben und dann auch meiner Ansicht nach mit die stärkste Fraktion im Gemeinderat geworden sind. Eine unfassbar starke und gute UWG-Gemeinschaft, wobei es bei denen die UBV ist.
das ist einfach sensationell. Und was hat sich da, warum ist das so gekommen? Da haben sich zwei bürgerliche Lager zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, es macht keinen Sinn, dass wir gesplittert irgendwo auftauchen, sondern lass uns zusammentreten und mal alles andere auf Seite schieben, sondern für den Bürger eintreten. Und das ist unser ganz klar erklärtes Ziel für die Zukunft in Oberberg, auch genau diese Geschichte wieder anzugreifen. Alle UWGs, die es in Oberberg gibt, anzusprechen, einzuladen, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Man muss sich auf den Sprachgebrauch einigen, man muss sich auf eine Idee einigen, ganz klar. Und ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Zudem halt noch, wie ich auch eben schon angedeutet habe, noch neue Ortsverbände und oder aber auch alte Ortsverbände, die nicht aktiv sind, wieder zu reaktivieren. Und dann schaue ich der Kommunalwahl, der nächsten Kommunalwahl, nicht nur optimistisch entgegen, sondern sehr freudig erwarten, sagen wir es mal so. Und ich glaube auch, das ist die richtige Zeit, jetzt auch zu signalisieren, wir sind da. Prima. Herr Abstoß, herzlichen Dank für das, ja, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind ja auch noch Bundestagskandidat aktuell für den 26.09. bei der Bundestagswahl für die Freie Wähler. Und Ihr Zeitplan wird sehr eng sein. Ich möchte Sie nicht mehr da entsprechend beanspruchen. Bedanke mich ganz herzlich, dass Sie unseren Zuschauern, unseren Lesern von Oberberg Nachrichten entsprechend Informationen aus erster Hand gegeben haben und auch die Entwicklung innerhalb des bürgerlichen Lagers, was sich da gerade so tut, auch gerade bei uns im oberbergischen Kreis. Bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen möglichst erfolgreichen Wahlkampf. Dankeschön.